Ja Leute, damit darf ich euch herzlich willkommen heißen wieder hier zu meinem nächsten Video. Und zwar ist das hier eine wunderschöne Challenge. Und zwar ist das hier der Soßströming-Fisch. Der wird natürlich jetzt gleich verspeist mit drei Freunden. Und zwar der Marco, Lost Adventure und einmal Lost Adventure Tom. So, und ja, ich habe auf jeden Fall drei Nominierungen, habe ich für mich jetzt natürlich jetzt eingeplant. Und zwar einmal den Natururin, dann die zweiten sind natürlich Tanja und Rainer on Tour und Simon Friedrich. So, und ich hoffe, ihr drei werdet die Challenge annehmen. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt den Fisch jetzt gleichzeitig kaufen oder so. Es gibt natürlich andere Sachen, die ekelhaft sind, wie Hoden und Eier und faule Eier und keine Ahnung. Gehirnmasse oder Regenwürmer. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr irgendwie eine Challenge annehmen würdet. Und ich würde sagen, los geht's und ich würde sagen, ja, viel Spaß dabei. Dieser Fisch ist natürlich ein ekelhafter Fisch aus Schweden. Und zwar ist das eine Delikatesse in Schweden. Und dieser Fisch ist natürlich sehr, sehr lange schon in der Dose drin. Auf jeden Fall schmeckt er sehr, sehr ekelhaft. Und wie gesagt, viel Spaß bei diesem Video. Ich würde sagen, los geht's. Ne? Das heißt, Sascha, ich würde sagen, los Sascha geht's. Macht auf. Aber so, wer macht den Fisch auf? Du! Ich weiß gar nicht, warum ich den Fisch aufmachen muss. Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, ich habe schon ein bisschen Respekt vor dem Fisch. Ich habe so vieles gesehen, schon im Internet. Also ich weiß es wirklich, Leute. Auch deine Community. Langsam. Sascha, okay. Da muss man den reinhauen. So mit jetzt. Liebe machen. Mit Liebe? Ja. Boah, das stinkt aber. Boah, das ist aber schon extrem. Boah. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Boah, das ist aber ekelhaft. Das war eine Scheiße, die Mutter. Aus der Tüte? Komm Leute, jetzt komm. Nee, willst du eine Strafe aufnehmen, wer nicht isst? Boah, aber willst du eine Tüte haben? Boah. Was hab ich denn? Boah, Leute, das war eine Scheiße, die mit der Challenge. Ich hätte nicht gedacht. Sascha muss auch als erstes essen, oder? Ich sag doch, den isst du nicht. Nee, Markus der Erste. Nee, wir würfeln. Ich fang schon mal an zu würfeln. Wer die niedrigste Zahl hat. Boah, Leute, das ist so ekelhaft. Also, ich hab schon mal. Jawohl, 10. Tom, du bist. Ich hab alles auf meine Hände. So schlimm ist das gar nicht. Oh, Tom hat eine 11. Jetzt Sascha, du musst würfeln. Sascha muss wahrscheinlich als erstes essen. Boah, die Leute können sich gar nicht vorstellen. Ich habe mir das schon vorgestellt, aber boah, das. Durch das hätte ich jetzt nicht gedacht. Im Leben nicht. Mein ganzes Leben nicht. Der Gerd. Boah, Leute, das. Kriegt man das Sache wieder raus? Ey, ich muss da ja arbeiten. Ja. Ach, du, ja, Sascha, du musst würfeln. Geht's einfacher, Freunde. So, Sascha, du musst würfeln. Boah, wie lecker. Ha. Guckt euch das mal an. Freunde, ich gebe euch einen Tipp. Atmet durch den Mund. Das ist wirklich alt. Sascha, wo bist du? Kannst du mal was testen? Ich glaube, ob man den vom im Flur auch schon riecht. Riecht. Nimm den Eimer damit! Sascha, jetzt sind wir. Nee! Du musst würfeln. Ich hab eine 10, der hat eine 11. Ich hab Kopfschmerzen. Oh, atme durch den Mund. Das ist einfacher.
Warum gärt der? Warum stinkt der? Oh, ich will wirklich lieber Lost Place. Das ist da. Boah, Alter, das ist wirklich die ganze Zeit. Ja, Tom, da lässt auch rein. Boah, nee, ich, nee. Nicht! Oh. Tom ist der erste. Nein, ich hab die höchste Zahl. Ich hab die zweithöchste. Wenn die niedrigste Sascha, Zahl. Sascha, du hast eine Chance, dann 12 zu würfeln. Wenn du keine 12 würfelst, bist du dran mit Essen. Boah, Leute! Auge zu durch! Das ist doch ein Fisch! Geht, salzig. Du bist als erst dran. Ich hab die Arschkarte hier. Leute, ich hab die Arschkarte. Alter Verwalter, ey. Ja, ich hab noch nicht gefrühstückt und das ist schon mal ganz gut. Boah, Leute. Also, ne? Nimm eine kleinste oder. Nee, so. Nimm das dickste. Ja, das dickste. Und nicht ausspucken und kein Kotzen hier, der wurde. Es ist nur Salz. Ich denke, das ist. Es ist nur Salz. Salz angelegt in Salzlager. Leute, guckt euch das an. Lecker. Oh. Boah, nee, was macht ihr mit mir? Lecker, dein Kanal. Also wenn du jetzt schon wieder aufgibst wie mit dem Wasser, dann... Ich will nur ein kleines Stück. Ich komm, also bleib hier, nicht abhauen. Wir sind doch verrückt, oder? Boah. Am frühen Morgen schon. Ja, was riechst du auch dran? So eine Delikatesse. Boah, seid ruhig, seid ruhig. Boah, mach der Latte. Ja, ja, komm. Ich muss eine Luft holen. Freunde, die Zeit muss gegeben sein, also, ne? Du Arsch. Du hast ja gesagt. Ich möchte es ausprobieren. Du musst rein und runterschlucken einfach. Dschungelcamp, die haben es noch schon. Du hältst es so lange im Mund. Komm, kauen. Wie beim Dschungelcamp. Kauen. Alter, verrückt. Willst du einen Schnaps haben? Aber jetzt geht's, ne? Alter, da drehen ja die Augen, ey. So. Leute, aber ich hab ein Stück gegessen. Und? Alter, ja, wir sind auch noch dran. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich im Leben nie gedacht. Jetzt hat man schon mal selbst. Maggi. Was bringst du, Marco? Maggi. Ja, jetzt will ich mir das Ding auch lecker zubereiten. Komm mal ein bisschen näher, Marco. Dass man dich auch sieht. So. Herrlich. Feinster Fisch. Aus Obers Garten. Mm. Boah, Marco, du bist. Guckt euch mal den Marco an. Ja. Wartet mal, Essen. Und kauen, du musst lange kauen. Das ist aber Gräte. So, Moment. Du musst lange kauen. Das sind Gräte. Guck das mal an hier. Warte mal, die auch Gräten drin. So. Schön, kauen. Immer schön kauen. Guckt euch mal den Marco an, der haut da die Gewürze drauf. Mama hat immer gesagt, mit Maggi schmeckt alles besser. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Der haut sich da Maggi drauf. Und jetzt. Und? Gut. Nee, ne? Marco und ab. Der Marco und ab. So, Tom, jetzt bist du dran. Leute, jetzt ist der Tom dran. Tom! Zahnpasta. Marco hat Zahnpasta im Mund. Tom! Leute, der Tom ist jetzt dran. Tom! Ihr seid doch verrückt. Aber so ein Stück, aber richtig, schön mit Soße. Habt ihr das gehört? So, Leute, jetzt ist der Tom dran. Weißt du, ich bin ja schon eine arme Sau, ne? Ich bin der Erste, der es aufmachen konnte, ich bin der Erste, der es schlucken konnte. Boah, das war echt widerlich, ey. Boah, das ist. Willst du noch ein Essen? Nee. Tom, du den Ganzen. Ich mach nur ein Stück ab. Aber das dickere. Ja. Der Tom isst gerade. So. Komm. Komm, mach es für deine Community. Komm. Aber schön mit Soße noch. Leute, euer Tom kriegt jetzt eine Delikatesse.
Boah, mir klingen die Augen. Das ist das Zeug, das... Bah. Freunde, ihr wisst ja, mit Maggi schmeckt ja, ohne Maggi! Nee. Mit Maggi war es ekelhafter, ohne Witz, weil das auch richtig ekelhaften Beigeschmack da hatte. Scheiße. So, ihr Lieben. Der Tom ist ganz nervös, der soll zittern. Und schön kauen, nächsten 2 Minuten. Gib der Tipp, atme nicht durch die Nase. Boah, das hätte ich nicht gedacht. Flo, ja, okay. Freunde. Jetzt aber bin kauen. Ich an der Reihe und ich kaue jetzt nicht. Atme nicht durch die Nase. komm. Und kauen. Kauen. Und war lecker. Leute, euer Tom, der kann nichts vertragen. Der ist nur am Kotzen, der ist hier nur am... Also Leute, ganz ehrlich, an deine Community, Tom, ich glaube, die lachen sich jetzt richtig kaputt und die ekeln sich selber schon beim Ansehen. Ne? Ja, meine Community... willst du noch essen? Ich war natürlich eine arme Sau. Ich konnte direkt als erstes die Dose aufmachen und als erstes auch probieren. Zwei Stück... Dort, der Sascha mit den Jokuren. So sieht das aus. So sieht das aus. Habt ihr die ganze Dose leer gegessen? Auf Brot noch belegt. So sieht das aus. Leute, und wenn ihr das riechen würdet, ihr würdet einen Ekel kriegen. Aber ich glaube, einmal reicht. Das ist mir das ist eine Nummer zu hoch. Also. Ja, Leute, hiermit beende ich nun dieses tolle Video von der richtig tollen Challenge. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Es war so von ekelhaft. Marc, wie fandst du es? Ich kannte es ja schon. Ja. Aber drinnen in der Wohnung fand ich es noch dreimal wieder. Die riecht das schon. Ach, jetzt haben wir das Kätzchen auch noch hier, siehst du? Die riecht an der Fisch. Ja, auf jeden Fall war die Challenge richtig super gewesen. Fandst du es? War okay. Ich habe es mir nicht so vorgestellt, dass es so extrem ist. Ihr müsst es selber mal ausprobieren. Ja, also ich habe es mir auch nicht so vorgestellt, so extrem, dass es so gestunken hat. Also ekelhaft. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt wirklich alles gegeben, was in meiner Macht ging. Euch zu überzeugen, da ich die Challenge gepackt habe und ich denke mal, wir haben die alle 3 gut bestanden. Ja, und auf jeden Fall erstmal danke an den Marco, weil der uns natürlich hier die Möglichkeit gegeben hat, bei ihm zu Hause das vorzubereiten. Jetzt verhandeln wir noch über den Preis, ne? Ja, genau. Ich bin eine arme Sau. So, ja, Leute, und ihr könnt natürlich auch hier beim Marco mal vorbeischauen, Lost Place Adventure und natürlich auch hier beim Lost Adventure Tom. Und die wünsche ich auf jeden Fall sehr, sehr freuen über ein Abo und ein Like. Wie gesagt, ich muss kurz erwähnen, bei Marco, dem sein Kanal, der hat 2 Videos drin, aber im Moment seit 6 Monaten jetzt keine Videos, aber irgendwann werden welche wieder kommen. Ja, und wie gesagt... du musst deine Hose mal wechseln. und wie gesagt, Natururin, ich hoffe, du nimmst die Challenge an. Ne? Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Und Tanja und Rainer an Tour, ihr beide auf jeden Fall auch. Und natürlich noch Simon Friedrich. Und ich hoffe, ihr packt das alle. Ihr müsst nicht unbedingt den Fisch holen. Ihr könnt natürlich auch etwas anderes Ekelhaftes holen. Aber gut, ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha Fluchtetouren. Madet Jod, schwingt der Hut. Ciao.